und ein ganz herzliches Willkommen zu Einsteiger TV, dem Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. In unserer letzten Ausgabe haben Sie gesehen, wie ein Fahrplan entsteht. Aber um mit Cottbusverkehr unterwegs sein zu können, brauchen Sie neben einem Fahrplan auch einen gültigen Fahrausweis. Und wo man den bekommt und was es dabei für Unterschiede gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Meine Kollegin Juliane Züge hat das nämlich mal für Sie ausgetestet. Hallo, mein Name ist Juliane Züge und ich bin hier bei Cottbusverkehr für das Marketing und die Fahrgastinformation zuständig. Dazu gehört zum Beispiel der Einsteiger, den Sie kostenlos in Ihrem Briefkasten finden. Hier gibt es aktuelle Informationen über das Unternehmen Cottbusverkehr und Sie finden auch die Stadtfahrpläne. Die Regionalfahrpläne finden Sie im Regionalfahrplanheft, welches Sie in unseren Kundenbüros erhalten. Auf unserer Internetseite www.cottbusverkehr.de finden Sie unsere Fahrpläne ebenfalls. Diese sind hier immer aktuell und Sie können sie sich runterladen oder nur den, den Sie benötigen, einfach ausdrucken. Auf der Startseite können Sie zum einen Ihre Route innerhalb Cottbus abrufen oder sogar Ihre gesamte Reiseroute innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg planen. Wenn Sie zum Beispiel von der Haltestelle Cottbus Stadthalle zum Tropical Island möchten. Noch einfacher geht es mit der iFahrInfo-App vom VBB. Hier brauche ich nur mein Start und mein Ziel eingeben und das Datum und die Zeit und schon werden mir die Fahrplandaten ausgegeben. So, nun weiß ich, wie ich fahren kann, wie komme ich an meinen Fahrschein. Da gibt es zum Beispiel so wie hier die Ticketautomaten. Hier bekomme ich Fahrscheine wie Einzelfahrausweis, die Vierfahrtenkarte oder ein Tagesticket. Ich kann auch das Pücklerticket hier kaufen. Wenn sich an einer Haltestelle einmal kein Ticketautomat befindet, kann ich ganz praktisch beim Busfahrer meine Fahrscheine kaufen. Fahrausweise, bei denen ein Vertrag gemacht werden muss, bekomme ich hier natürlich genauso wenig wie am Ticketautomaten. Da muss ich in ein Kundenbüro gehen. Wenn ich schon mit der Bahn unterwegs bin, kann ich auch an diesen mobilen Automaten meinen Fahrschein erwerben. Aber immer dran denken, genügend Kleingeld dabei haben, weil mit Scheinen kann ich hier nicht bezahlen. Eine andere Möglichkeit, Tickets zu erwerben, sind die Verkaufsagenturen. Hier hat Cottbusverkehr zahlreiche regionale Partner, die neben Zeitungen und Zigarren Fahrausweise in ihr Sortiment integriert haben. Auf der Internetseite cottbusverkehr.de gibt es eine Liste mit allen aktuellen Verkaufsagenturen. Eine weitere Möglichkeit, wo ich Fahrscheine kaufen kann, ist direkt in den Kundenbüros von Cottbusverkehr. Die Kundenbüros sind der einzige Ort, wo ich auch ein Abonnement abschließen kann, wie zum Beispiel für eine Jahreskarte. Auch wenn im April das neue große Kundenzentrum in der Stadtpromenade eröffnet wird, bleibt Ihnen das Kundenbüro am Busbahnhof als Zweigstelle erhalten. In den Kundenbüros erhalten Sie im Sommer auch die Schülerjahreskarten. Und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp für Sie. Kommen Sie lieber rechtzeitig, denn gerade zum Ende der Ferien stehen die Leute bis weit vor die Tür wegen der Schülerjahreskarten. Und sollten Sie Ihren Einsteiger mal verlegt haben, bekommen Sie auch hier im Kundenbüro einen neuen. So, nun habe ich mein Ticket und weiß, wie ich fahren kann. Dann kann es ja losgehen. Haben Sie gesehen, liebe Zuschauer, an den Fahrausweisautomaten hat sich einiges getan. Im Vergleich zu den älteren sind die neuen doch um einiges moderner und auch schöner. Uwe Drogler, zuständig für die Tarifprodukte im Hause Cottbusverkehr, hat Juliane mal gezeigt, was die neuen alles können. Und das sind jetzt hier die neuen Ticketautomaten? Ja, die Bedienung erfolgt über ein Touchdisplay. Die wichtigsten Fahrausweise liegen auf der ersten Ebene und ich kann mit einer Tastendruck den Fahrausweis anwählen und kann den Bezahlvorgang starten. Welche Möglichkeiten habe ich denn, meinen Fahrausweis zu bezahlen? Ich habe die Möglichkeit, mit Münzen zu bezahlen, mit der Girocard, mit der Geldkarte und mit Banknoten. Im Display wird angezeigt, welche Zahlmittel zulässig sind. Banknoten von 5 bis 20 Euro und die Geldkarte. Zahlmittel, die für diesen Verkaufsvorgang nicht möglich sind, sind durchgestrichen. Zum Beispiel der 50-Euro-Schein, 100-Euro-Schein und die Girocard-Zahlung in diesem Fall. Die Bezahlung mit Banknoten erfolgt an der Banknotenverarbeitung. Anschließend wird das Ticket gedruckt und das Wechselgeld zurückgegeben.
Neu bei diesen Automaten ist insbesondere auch, dass Banknoten als Wechselgeld zurückgegeben werden. Man muss also nach Erhalt seines Fahrausweises darauf achten, dass man sein Wechselgeld an der Banknotenverarbeitung entnimmt. Okay. Bei der Zahlung mit der Girocard stecke ich die Karte in den Kartenleser. Ich muss hier anschließend auswählen, Zahlung mit Geldkarte oder Girocard-Zahlung. Der Zahlbetrag wird angezeigt und weitere Bedienung ist am PIN-Pad erforderlich. Ich gebe meine Geheimzahl ein und der Zahlvorgang wird bearbeitet. Bekomme ich hier auch eine Monatskarte? Zeitkarten für den Tarifbereich Cottbus AB gibt es bei weitere Fahrausweise Cottbus. Da gibt es zum Beispiel die Kleingruppenkarte, die 7-Tage-Karten, die Monatskarten. Bei Anwahl der Monatskarte habe ich die Möglichkeit, den Gültigkeitsbeginn einzugeben. Über die Plus-Taste wird das Datum an den Tag geschaltet, ab dem die Karte gelten soll. Und was habe ich noch für Möglichkeiten? Zum Beispiel gibt es Kombi-Tickets. Da befinden sich die Pückler-Tickets und die Spreewald-Therm-Tickets. Bekomme ich auch hier einen Fahrausweis zum Berliner Hauptbahnhof? Selbstverständlich. Über die Taste Fahrausweise im VBB-Gebiet habe ich die Möglichkeit, das Fahrziel zu wählen. Einmal über den Ortsnamen, indem ich das Ziel eingebe. Anschließend wähle ich die entsprechende Fahrausweis aus, eine Einzelfahrt, zum Beispiel über Einzelfahrtregeltarif. Wähle die Fahrwegvariante aus und kann meinen Fahrausweis bezahlen. Vielen Dank, dann bin ich ja jetzt bestens informiert. Und Sie auch. Da kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Im April, liebe Zuschauer, öffnet das neue moderne Kundenzentrum in der Stadtpromenade. Wir haben dabei etwas ganz Besonderes für Sie geplant. Die ersten 250 Kunden, die im neuen Kundenzentrum an der Stadtpromenade ab dem Eröffnungstag Fahrausweise ab einem Verkaufswert von 10 Euro erwerben, bekommen 2 Karten für ein Spiel des FC Energie Cottbus gratis mit dazu. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Nächstes Mal nehmen wir Sie mit zur Parkeisenbahn Cottbus. Die hat nämlich am 27. März Saisoneröffnung. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.